dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, bei uns steht nun Luka Sliskovic, unser Neuzugang. Luka, du bist seit Montag jetzt auch endlich dabei angekommen im Kreise der Mannschaft. Wie waren deine ersten Eindrücke? Ja, der erste Eindruck war eigentlich sehr gut. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Und die ersten 2 Trainings, das erste am Morgen war ein bisschen intensiv, läuferisch. Aber danach, am Nachmittag mit dem Ball war gut, ja. An sich, die ersten Einheiten sind passé. Was sagst du zur Qualität in der Mannschaft, zum Personal? Wie weit hat man sich da schon austauschen können? Wie ist dein Eindruck da von der Verfassung des Teams? Ja, ich habe mit ein paar Mitspielern gesprochen, auch im Training gesehen, dass erfahrene Spieler dabei sind, junge Spieler, und die Qualität ist hoch. Und ich kann sagen, da kann man sich noch weiterentwickeln mit der Mannschaft. Wie regenerierst du am besten gerade nach so einem langen Tag wie heute? Ja, standen viele intensive Einheiten an. Zum Abschluss gab es jetzt die 1000-Meter-Läufe. Wie regenerierst du, um morgen wieder topfit zu sein? Ja, zuerst gehe ich in die Kabine, mache ein Eisbad, dusche, nach Hause, gut Abendessen und dann frühzeitig ins Bett, dass ich morgen wieder fit bin. Ja, bei uns steht Henry Rohrig. Henry, die ersten 2 Tage, die ersten 2 kompletten Tage im Kreise der Mannschaft sind nun ja fast schon passé. Wie ist dein Eindruck vom Team? Was gab die Trainingswoche bislang so her? Also erstmal war es wichtig, dass wir jetzt den ganzen Corona-Kram jetzt erstmal weg haben, dass wir die ganzen Testungen durchgeführt haben. Alle waren negativ. Das ist gut für uns. So können wir schnell weitermachen. Jetzt ist es so, dass wir viel läuferische Grundlagen machen, dass wir da wieder fit werden. Aber die Mannschaft ist super. Also wir verstehen uns alle richtig gut. Und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Die Beine sind, glaube ich, schon etwas schwerer. Ja, es standen gerade mehrere 1000-Meter-Läufe an. Hast du eine Ahnung, was euch noch erwartet im weiteren Verlauf dieser Woche? Ja, auf jeden Fall ist es jetzt erstmal so, dass wir die 1000-Meter-Läufe abhacken können. Die haben wir jetzt durch. 3 Stück haben wir davon insgesamt gemacht jetzt die Tage. Und ich denke, jetzt geht es weiter mit Intervallen nach dem Training. Und so sieht erstmal der Plan aus. Morgen 2x Training, Samstag Spiel. Und hoffen wir, dass das Samstag alles gut läuft. Ich wollte gerade sagen, Samstag, erste Testspiel, wird das erste Mal im Testspielbetrieb gegen die Pille getreten. Wie groß ist die Vorfreude? Sind ja auch erstmals wieder wenige Zuschauer dabei? Ja, für mich sehr groß. Also bei mir ist es so, in meiner Position, ich habe seit Februar kein Spiel mehr gemacht. Da durch Corona habe ich noch bei Werder gespielt. Regionalliga wurde abgebrochen. Und das wird jetzt sozusagen mein erstes Spiel wieder seit langem. Und darauf freue ich mich mega. Bin auch richtig heiß drauf und hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis nach Hause bringen.